Hey Leute, ein paar Ründchen nehme ich euch mit heute. Ganz solides Gameplay. Also bis jetzt. Jetzt habe ich den Aufnahmebutton gedrückt. Jetzt kann es sein, dass es in die Hose geht, aber egal. Ich fahre eigentlich schon den ganzen Abend Brocchetto. Das ist momentan die kleine Seuche, die Baguettes hier. Naja, wird sich auch legen. Gut. Schauen wir mal, was wir machen können. Ui, ui. Mittwochabend und die Woche nimmt kein Ende. Naja, nimmer lang. Let's have a look. Na, passe ich da noch? Nein, natürlich nicht. Zum Glück bin ich so sexy. Na gut, es ist sehr optimistisch, was ich hier gerade probiere. Okay, der hat ein paar taugliche Lights. Sieht nicht gut aus. Stehen die da alle rum da unten? Wir warten erstmal ab. Eigentlich sieht die Kanone recht zuverlässig beim Brogetto. Oder war das letzte? Ne? Jetzt hab ich was gesagt, da war das letzte Baguette wohl schlecht, aber es ist ja ein Italiener. Ach komm jetzt, troll mich nicht. Ja, ich muss rüber. Wer kennt diese Melodie noch? Okay, wir kriegen auf den Sack. Wir holen das Beste noch raus aus der Runde, was wir können. Versuchen ein bisschen die Zange ein bisschen aufzumachen. Ein bisschen mehr Crossfeuer. Ja, da ist er doch, den will ich. Komm schon. Okay, da unten ist noch ein Baguette, aber wir haben den Knirbeln zu Moor.
da oben. Die können uns defen ein bisschen rechts. Also können wir uns hier weiter konzentrieren. Also wir tun zumindest so. Jetzt triff, du Scheißkiste! Er wartet nur auf mich. Nee, nee, hier geblieben. Shit. Scheiße, das war's. Gut, manchmal kannst du machen, was du willst. Und das Team zu schlecht ist, dann so geht's aber den ganzen Abend schon. Das ist jetzt mein viertes Spiel. Die ersten zwei Spiele, Top Damage, immer ganz oben gestanden, auf die Fresse gekriegt. Das dritte Spiel, auch wieder ganz oben gestanden. Ne, zweiter, da habe ich gewonnen. Jetzt habe ich mein Bestes gegeben. Ich werde nicht ganz oben stehen, denke ich. In der Mitte auch wieder verloren. Heute ist irgendwie komisch. Und damit ihr seht, dass ich nicht flunker. Ich habe eine relativ gute Wertung heute. Ne? Über 7000. Also die... am Damage liegt es nicht. Aber gut, es gibt so Abende. Man darf sich da nicht frustrieren lassen. Einfach zack in die nächste Runde. Und gut ist. Goodie, goodie. Oh, noch ein, zwei Spielchen. Manchmal kannst du machen, was du willst. Hat vorhin, glaube ich, mal 3000 Damage. Ganz oben stand ich. 15-2 verloren oder so. Was mir heute ein bisschen gefällt, wir haben relativ wenig A-Team-Spiel. Was machen wir? Fahren wir in den Zauberwald. Auf der Karte fahre ich in 99,999%. Nee. In den Zauberwald. Es sei denn, es kommt mit. Ah, die Boys kommen mit und die Girls. Alles klar, fahren wir in den Zauberwald. Es sei denn, es fahren keine in den Wald. Dann ist es vergebliche Mühe, wenn man da nur zu zweit oder zu dritt hinfährt. Da ich keinen besonders tollen Turm habe, warten wir hier erstmal ab. Und schauen, was da so kommt. Und hoffen, dass wir was treffen. ISM. Kommt nicht viel bis jetzt. Okay, sie fahren vor. Schließen wir uns an. Der alleine, die arme Sau. Die arme Sau. Jo. Komm mal meiner auf hier. Ah. Oh. Okay, da steht noch einer. Jetzt. Das ist das Problem im Auto eben.
Was ist denn da? Aha. Ah, semi-optimal würde ich sagen. I want you, baby. Ich stehe auf IS-3, ich geb's zu. Ich oute mich jetzt. Ah, was haben wir denn da? Ach Quatsch, der steht doch dahinter. Ah, der nächste Kunde. Komm, ich will noch was abhaben. Jetzt ist er böse. Ich war's nicht. Und verarschen ihn ein bisschen. Ein Stück Emil will ich noch. Feuererlaubnis erteilt. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Der ging voll durch ihre Panzerung. Jungs, ich verlasse mich hier auf euch. Geil, ich hätte nicht stehen bleiben sollen. Aber ich wollte einmal ohne Auto-Aim machen. Als es mich gerade angekotzt hat, ihr habt es ja gesehen, einmal mit dem Auto-Aim. Wenn dann ein kleiner Huppel kommt. Naja, immer in Bewegung bleiben, Jungs und Mädels. Oh, voilà. Und gab es Spaghetti. Mit selbstgemachter Soße. War echt lecker. Aber das Problem an lecker ist oft bei mir zu viel. Ach, warum bleibe ich denn stehen, Mann? Und dann gucke ich dem TD noch ins Auge. Hey, ziel ein, mein Freund. Lass dir Zeit, ich bin stehen geblieben. Naja, egal. 53.000, jawohl, läuft's. Oh, bin gesunken in der Wertung. So, eins noch, hä? Das sind so typische Progetto-Spiele. Einfach keine Eier haben, abwarten und dann sein Magazin entladen. Wenn es geht, nur zwei. Aber ich bin immer zu gierig. Dreimal dürfte raten, warum man nicht alle verschießen sollte. Oh mein Gott. Zu viel Essen macht auch müde. Der, wo es weiß, warum, kann es gerne in die Kommentare schreiben. Wir versuchen mal hochzukommen auf E9. Kann sein, dass ich jetzt ganz schnell platze, oder es geht gut. Scheiße, da kommt schon einer. Und da bin ich schon offen.
Oh, hat sich rumgesprochen, die Posi. Okay, Boys. Jetzt warten wir mal ab. EBR, du solltest eigentlich ein bisschen übers Feld fahren und solltest uns nicht blockieren, mein Freund. Lutschknoten, du. Pfeife. Der winkelt an, das ist scheiße. Ach, das ist doch scheiße. Danke. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Ich sehe sie nicht mehr. Du musst bei diesen Drecksviechern immer abwarten, bis er geradeaus fährt, sonst hast du keine Chance. Da ist er doch. Was, du Sau. Der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. So. Scheiße. Könntet mal ein bisschen Druck in der Hose machen in der Stadt. Alles okay, ja. Alles repariert. Ich will diesen. Ah, jetzt. EBR, wie wär's? Ha? Himmel! Alles im Arsch hier. Scheiße. Endlich tut sich was. Hol das Baguette, hol den EBR raus, bitte! Hol ihn raus, den Wichser. Jawohl. Entschuldigung. Der Kanal schaut genau in meine Richtung, ich weiß es. Warum fährst du dann vor, Mann? Ich hab spekuliert, er guckt auch nicht in meine Richtung. Was ist mit denen los hier? Der da weiß auch nicht, was er tut, so richtig. Egal, man sollte die Schuld nicht beim anderen Team suchen, also bei seinem Team suchen. Sondern, ich hab's gewusst, ich hab's gerochen, dass der Knirpen da hochschaut. Dann fährt man nicht vor. Aber man glaubt ja immer ins Gute.
ans Gute, dass er vielleicht was anderes macht, dass er sich vielleicht doch mit den Poperzen hier beschäftigt, die endlich vorfahren, aber sie waren nicht vorgefahren, also hatte er Zeit hochzulinsen. Selbst schuld, selbst schuld. Und das Ding ist noch lange, lange nicht durch. Emil, was ist dein Problem? Hm? Der Skorpion steht da ganz hinten. Ja, jetzt ist es zu spät, jetzt kommt das Mäuschen. Na, jetzt fahren wir vorne, wenn es zu spät ist. Vergiss es, der Kanaven weiß nicht, was er tut auf dem Feld. So wie ich gerade. Na gut. Ich habe halt spekuliert, der guckt nicht. Hey, Aktiva gefällt mir. Mr. One-Shot. Jawohl, Emil 2. Guck dir das an. Das ist das Top-Tier, ne? Beteiligt sich nicht am Gefecht, ne? Fährt nur rückwärts. Jetzt kann er nur hoffen, dass der Kanerven verblödet ist. Jetzt trifft wenigstens. Jawohl. Statt dass er vorfährt, jetzt kriegt er den Arsch. Das tut so weh manchmal. Ja. Knirben. Nicht in Facehack mit dem Knirben. Fahr doch einfach rum und rum. Himmel, danke, EBR. Ja, du warst völlig überfordert, der Emil. Oh, völlig. Was hast du? Was? Was ist das, ein Beta-Tester? Ach, der spielt dich schon ein paar Jahre. Das ist das Schlimme. Guck mal, der hätte vorfahren können. Fängt sich ein Schuss vom Knerven. Entlädt sein Magazin auf dem Knerven. Dann hat er vielleicht noch, keine Ahnung, 40, 50 HP. Dann hätte er einen Tod rammen können. Stattdessen stellt er sich hin und versucht er irgendwie über irgendwelche Wracks rumzuzielen. Und fährt dann noch zum guter Letzt rückwärts, wo er Mords Schweiner, dass das Mäuschen ihn nicht getroffen hat. Oh, ja, wo wir gerade vom Arsch reden, ne? Emil, tschüss. Ja, so ist es. Egal. Ich glaube, das haben wir verloren. Leder, Panzerhosen. Die Lederpanzerhose hat mich rausgenommen. Also das muss man mal von sich sagen können, oder? Mich hat heute eine Lederpanzerhose rausgenommen. Hi, wie geht's? Hast du auch schon Hamsterkäufe gemacht wegen Corona? Weil eine solche kommen, habe ich gehört. Ja, geh schnell in Deckung, dass es dich nicht erwischt. Oh mein Gott, ja. OMG. Nee, das muss ich mir nicht antun. Ich glaube, das ist der richtige Moment, um auszuschalten. Ich hoffe, ihr seid alle noch fit. Zurzeit geht ja die Grippe rum. Aber ich sage immer, solange euch nicht die Männergrippe erwischt, ist alles gut. Ne? Von dem her. In diesem Sinne und für jetzt, für die Vergangenheit und auch für die Zukunft wünsche ich euch, dass ihr, dass ihr alle fit bleibt. Oh Mann, ey, ist das scheiße. Wisst ihr, aber mein nächster Panzer ist der übrigens. Habe ich das schon mal erwähnt in meinen letzten 5 Videos? Ich glaube schon, oder? Der hier. Habe ich erforscht. Leopard will ich nicht mehr. Ich finde den scheiße. Gut, ich lege mich fest. Leopard finde ich scheiße, auch wenn sie ihn jetzt gebufft haben. Ich finde den viel geiler, ja. Den werde ich probieren hier. Zu fahren. Eben, 100% schon erforscht. Hier habe ich auch schon einiges angewandt. Nur noch 144.000.
Den hole ich mir wahrscheinlich auch. Aber der nächste ist eben, wie gesagt, der 9er, der E50. Einigermaßen tauglicher deutscher Medium. Ach, Niederlage, was für ein Wunder. Ja, ich glaube, mit dem komme ich ganz gut zurecht. Das kann ich ja eigentlich vergessen im deutschen Forschungsbaum. Die Grille soll ganz gut sein. Ja, Leopard, wenn man damit umgehen kann, wohlgemerkt. Ich kann es nicht. Liegt mir auch nicht die Kiste, ganz ehrlich. Aber vielleicht, wenn ich gar nichts mehr zu tun habe, werde ich mit den PTA mal wiederholen und ein paar Runden drehen. Wahrscheinlich werde ich ihn wieder total gefrustet verkaufen. Aber gut, das sind interne Probleme. Leute, wenn ihr einen Clan sucht, schreibt mich an. Ihr seht es hier, Philippans. Ihr könnt gerne abonnieren, würde mich freuen. Dann verpasst ihr auch nichts. Die Tage bringen wir wieder ein paar Videos raus. Und jo. In dem Fall, bleibt gesund. Wascht euch immer schön die Hände, passt auf euch auf. Hände waschen nicht vergessen, ganz, ganz wichtig in der heutigen Zeit. Viel wichtiger als irgendwelches Desinfektionszeug zu benutzen, sondern immer ordentlich die Hände waschen. Wie man es früher immer gelernt hat, gell, als ihr noch klein wart, nach der Schule vorm Essen die Hände waschen. So, das war wieder ein bisschen Lebenshilfe und Infektionsschutz auf meinem Kanal. Und jetzt ist genug Dummsinn geladen. Nein, es ist kein Dummsinn, Leute. Das meine ich ernst. Wascht euch öfter die Hände, okay? Und passt auf euch auf. Bis die Tage, Leute. Ciao, ciao.